Bundesliga und Regionalliga ist zu Gast bei uns. Und wir freuen uns auf circa 7 bis 8 Stunden guten Zauber von Arbeit. Und wir eröffnen das Turnier mit der Vorstellung aller Mannschaften, die heute den Weg nach Heidelberg gefunden haben. Bayern, nach München, Nürnberg und Augsburg. Die
Legende des SV Jahres, die legendäre Bayernliga, also Regionalliga. Da sind sie auf Platz 9 bei 12 Punkten, 3 Siegen, 2 Unentschieden und 4 Niederlagen. Trainiert werden sie von Gregor Morzek. Eure erste Mannschaft spielt ebenfalls in der Region in der dritten Liga. Herzlich willkommen, SV Jahres Regensburg. Die Mannschaft von MSV Erlangen-Bruck. Erlangen-Bruck, ebenfalls wie gesagt, aus bei 296 Kilometer haben sie absolviert. Bruck ist ein Stadtteil von Erlangen. Weiter geht es mit einer Mannschaft, die hier ganz aus der Region. Herzlich willkommen, den Himmelbahn von Chemnitzer FC. Thank you.
Und Rostock hat einen Führer für Fernverkehr und Güterumschlag wichtigsten Ausgabe zu einer der größten Kreuzfahrthilfen. Hier spielt aktuell in der NOLV Regionalliga Bundes in den Bahn Rang 6 23 Punkte aus 7 Siegen, 2 Unentschieden, 5 Niederlagen. Euer Trainer Tommy Bastian und die erste Mannschaft von euch spielt in der dritten Bundesliga und ist da auf Rang 3. Herzlich willkommen im FC Hansa Rostock. Läuft an eure Runde. Ihr seid bereits am gestrigen Abend angekommen. Ihr wart gestern noch im Kurztrainingslager an der Bodenbahn und nun seid ihr hier. Eine Bitte als erstmals für Kreide. Ein ganz, ganz bekanntes Gesicht im deutschen Fußball. Wir freuen uns auf die TSC Arminia Bielefeld. Spielen ihre Spiele jeweils auf, dann geht es ins Halbfinale
sich noch einmal in zwei Spielen mit Platz 5 der Gruppe B. Da an gestrigen Abend gegen Antibor ein Leistungszentrum leider abgesagt hat und somit eine Unteranzahl ist und wir trotzdem viele mögliche Spiele hier haben wollen. Das erste Spiel am heutigen Nachmittag eröffnet der PSC Freiberg in Geld gegen SSV Jan Regensburg. Wir wünschen euch Fußballern und den ganzen Zuschauern einen angenehmen Fußballabend hier im Freiberg. Ernst Kuban. Thank you.
der 03, Torschütze Riesmann mit der Nummer 17, der Merl Sack. Boah.
Das ist so kurz, da kommt dann irgendwann. Thank you.
Thank you.
SV Babelsberg 0-3 gegen NFC Adlerstadt. 1-1 für die Team Bergstadt in diesem Oh,
Füchse. Ey, gibt's da ja nicht. Die Einzelne Führung für Dynamo
aus dem Grund, dass wir von der Begegnung gesagt haben, vier Mannschaften das Halbfinale erreichen können, haben wir uns dazu entschieden, das erste Spiel aus der Gruppe der letzten Serie hier etwas vorzuziehen. Also nach diesem letzten Vorrundenspiel haben wir dann das Spiel der Freiberger Mannschaften gegeneinander. BSC Freiberg 1 gegen BSC Freiberg 2. So, jetzt hat der letzte Spieler vom BSC Freiberg gemerkt, dass es in die Kabine geht. Thank you.
sich jetzt zum Torschützen von links. Für den Abendwechsel, der Dino Franz Becker. Sein fünfter Treffer, links, Dino, 3:1, Sekunden. Thank you.
Thank you.
Die zweite Mannschaft des Gastgebers vom BSC Freiberg.
ins Publikum von Mannschaften. So, Platz 10 geht an die erste Verlegung des Gastgebers vom BSC Freiburg. Platz Nummer 9. Vielen Dank für die Anreise auf Wanderkreis und Glückwunsch zum 9. Platz BSC Arminia Bielefeld. Ja, also wir wollten uns nochmal für die schöne Organisation bedanken und die Leute, die da mitgewirkt haben und haben deswegen das kleine Schiff gebracht für den Verein hier. Aber wir danken uns nochmal ganz herzlich. Vielen Dank an den BSC Arminia Bielefeld. Vielen Dank, guter Heimatplatz. Der 8. Platz geht an die Mannschaft vom SV Babelsberg 03. Auch hier vielen Dank für die Reise nach Freiberg an den Siebplatzierten, den weitesten Anreiseweg zum heutigen Turnier aus der ehemaligen Bundeshauptstadt. Glückwunsch zu Platz 7 an den Bonner SC. Der 6. Platz geht an die Mannschaft der Rheinigen Dorfer Füchse. Auch hier vielen Dank fürs Dabei sein. Der 5. Platz im heutigen Turnier geht X wunderschöne Bayern nach Regensburg. Glückwunsch dem SSV Jan Regensburg. Die weitere Anreise auf sich genommen von der Ostseeküste hier nach Freiberg in die Werkstatt. Dann am Ende den Untergrasarbeiten belegt. Aber auch der Platz muss belegt werden. Vielen Dank für eure Anreise. Morgen dann noch ein schönes Spiel hier in Freiberg. Glückwunsch an den FC Hansa Rostock. Zu den Einzelauszeichnungen des heutigen Turniers. Beginnen wir mit dem, was messbar war, was zählt. Das waren die meisten geschossenen Tore von den besten Torschützen. Und der kommt aus Bielefeld. Die Nummer 10, Persi Kaimer. Er hat insgesamt 12 Tore in diesem Turnier erzielt. Herzlichen Glückwunsch. Beste Torhüter bei einer Bundestagswahl und mit einer absoluten Mehrheit gewählt von 11 Stück hat er 6 auf sich vereint, hat damit seine Mannschaft wahrscheinlich am Ende auch zum Turniersieg gebracht. Aus Erlangen Glück, Axel Hofmann. Glückwunsch. Der beste Spieler dieses Turniers, da ging die Wahl ein ganz, ganz viel enger zu. Dieser Titel bleibt in Sachsen. Der Spieler trägt direkt nochmal von der SG Dynamo Dresden, Franz Beckers. Herzlichen Glückwunsch zur Wahl des besten Spielers.
den Bundesligisten aus der sächsischen Landeshauptstadt. Glückwunsch zu Platz 2. Es geht Dynamo Dresden. Den Himmelblauen aus Chemnitz, vom Chemnitz FC. Gewinner des Solar World Cups 2014, der U17 der B-Junioren, der FSV Erlangen-Bruck. Glückwunsch! Und noch was für relativ weiter Rekord, ein selbstgemachter Kuchen, den könnt ihr dann aber bloß essen. Oder eine Torte, Entschuldigung. So, an dieser Stelle nochmal ein recht herzliches Dankeschön an unsere Schiedsrichter, Firmen Reise, Ricardo Martin und Julian Göpfert. Alle Mannschaften, vielen Dank fürs Dabeisein, bis zum nächsten Jahr. Und vielen Dank an die Zuschauer für den Besuch hier in der Grubehalle. Den FC Hansa Rostock bitten wir bitte noch einmal ganz kurz hier zu uns. Ansonsten vielen Dank, bis zum nächsten Jahr. Auf Wiedersehen.